Zeit ist reif. Wer denkt sich diese Fragen für die Sportler aus? Das kann man sich doch nicht mehr geben. Ende gut, alles gut oder nicht alles gut? Lass mal diese Filme. Du hast keine Ahnung, worauf du dich eingelassen hast! Was? Habt ihr etwa Angst? Vor der Wahrheit? Nein, dieser Mann kennt keine Angst. Ich geh mal nach Darmstadt. Welcome, welcome, meine Freunde, zu den allerersten Splash Talks. Zu Gast heute eine absolute Maschine, 84 Kilogramm Kampfgewicht, bei 1,90 Meter Größe, Nationalspieler, Rekordbreaker in der Bundesliga. Welcome, welcome, meine Freunde, Klaus Jasula. Hallo, hi. Ich freue mich, hier zu sein. Oder glaub mir, wenn jetzt, wenn wir im Stadion wären oder so, wäre komplett Eskalation gewesen gerade. Du bist der Hammer, ich musste gerade lachen, gell? Ich wollte ein paar Liegestütze machen. Geil, geil. Nice, dass wir es auf jeden Fall geschafft haben erstmal und dass du dir die Zeit genommen hast. Du meinst ja, dass du heute, wir haben ja gestern geschrieben, du meinst, dass du heute Morgen Fitnesstraining hattest? Nee, genau, Training mit dem Fitnesstrainer. Ja. Also, weil der so ein bisschen jetzt den Stand, aktuellen Stand halt so ein bisschen sehen will, weil ich war jetzt eine Woche krank. Ja. Genau, und einfach um zu wissen, wie gesagt, wie mein Stand ist. Und dann haben wir noch ein bisschen was auf dem Platz gemacht, weil ich ja ein bisschen Nachholbedarf habe, aber alles gewesen. Wir hatten ja, glaube ich, geschrieben bei dem Schalke-Spiel. Nach dem Schalke-Spiel, du meinst, der Corona hat sich da schon stabil auseinandergenommen. Das unterschätzt man auch teilweise ein bisschen, wa? Ja, auf jeden Fall. Also jeder denkt ja ein bisschen anders über das Thema, aber das nimmt dich schon definitiv auseinander. Also vor allem Lunge. Und bei mir war es ja so, ich habe nach ein paar Tagen wieder gefühlt gespielt. Und ich habe dir gesagt, als ich hochgeguckt habe, ich war am Ende, ich gucke 20. Minute. Ich dachte mir, wie soll ich es aushalten? Du hast sogar durchgespielt das Spiel? Oder nee, 70. Kurz Minute? Vor Schluss. 70, genau, kurz 80. vor Schluss bin ich runter. Ja, genau. Heftig. Bei dir war ja sowieso Saisonstart, war sowieso ein bisschen anders als der normale, sag ich mal. Du hattest einfach nochmal so zweiter Spieltag gefühlt, einmal Umzug. Musst ja einfach aus Hamburg jetzt aus, da stand jetzt aus persönlichen Gründen, du musst jetzt auch nicht sagen, was da genau abging am Ende. Aber umgezogen, einfach nochmal von Hamburg nach Darmstadt. 2 Jahre unterschrieben jetzt bei den Lilien, ne? Genau. 3 Monate bist du jetzt dort, Digga, 7 Spiele, die letzten 7 Spiele ungeschlagen, davon 6 Siege. Ich will erstmal diesen hier, nur dass du weißt, Digga. Danke. Du weißt, wichtig, kein wichtig. Auge. Ja, kein Auge. Ist nichts Negatives auf jeden Fall. Nein. 7 Spiele ungeschlagen, davon 6 Siege. Digga, du hast auch in 9 Spielen 3 Vorlagen gemacht, Digga. Hat absolut Bock gemacht. Hast du alles richtig gemacht, oder? Kann man so sagen? Ja. Im Nachhinein bis jetzt auf jeden Fall schon. Also ich kann mich überhaupt nicht beklagen. War natürlich stressig nochmal mit Umzug und alles. Auch mit Familie rüberbringen und hin und her. War stressig auf jeden Fall, aber es hat sich definitiv bis jetzt gelohnt. Also als ich gekommen bin, waren wir Letzter. Jetzt waren wir vor dem Spieltag kurzzeitig auf Erster. Pauli hatte ein Spiel mehr, aber was habt ihr auch mit, also, ne, was habt ihr auch mit Pauli gemacht in diesem Spiel? Das muss man auch mal sagen. Ja, ihr habt ja auch ein bisschen abgeholt da, ein bisschen nochmal. Gute Tagesform gehabt und ja, hat alles gepasst. Ich will jetzt keine zu großen Töne. ist auch richtig. Deswegen nochmal das Auge. Nochmal, ne? Bruder. Man will ja auch nicht, man ist auch wichtig, dass man nicht zu groß redet dann am Ende. Und die Saison ist auch lang. Die Saison ist immer lang. Auf jeden Fall. Und zweite Liga ist so ausgeglichen. Wenn du 2 Spiele verlierst, bist dann auf einmal 8. Und, kurz zu Early Life of Jasula, euer Leben. Du bist ja in Tirana geboren, in Albanien, ne? Genau. Und ich wollte erst mal fragen, ich habe jetzt nicht so ganz genau darüber was rausgefunden, wann genau der Step kam rüber. Kannst du dich an deine Jugend in Tirana noch erinnern oder wie war das? Nee, also ich bin ich war 7 Monate alt, Baby. 7 Monate, okay. Genau. Dann sind wir rübergekommen, also ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. Ja. Aber meine Eltern haben mir natürlich ein bisschen erzählt, war schon sehr schwierig und Krise und alles, weil früher war Kommunismus in unserem Land und die meisten wollten halt raus und war schon sehr kompliziert auf jeden Fall. Dann sind wir halt nach Freiburg und meine Eltern kannten sich halt null aus. Klar, kein Cent in der Tasche, können die Sprache nicht und damals sind wir mit dem Zug dann über Italien, Schweiz nach Deutschland. Krass. Freiburg war die erste Stadt und weil ich halt dann irgendwann gefragt habe, wieso sind wir in Freiburg aufgewachsen, weil ich dachte halt so,
keine Ahnung, NRW, weiß ich, wo viele Städte so in der Nähe sind, weißt du, ein bisschen. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn man so guckt, Freiburg eher ruhiger so. Ich wollte auch fragen, woher die Connecte kamen. Gab es keine oder was? Nee, gab null. Dann sind mein Vater hat so rausgeguckt aus dem Zug, meinte zu meiner Mutter, sollen wir aufsteigen hier? Oder was sollen wir machen? Was? Und die meinte, ja, okay. Niemals! Das als ehrlich. Wirklich? Wirklich, ich schwör's dir, ja, wirklich. Ach, du Scheiße. Dann sind die ausgestiegen und dann halt Asylantenheim und so, klar, wie man es halt kennt, wenn Leute aus ihren Ländern flüchten. Und so kam das halt. Das war echt krass. Heftig, also ich habe auch relativ spät irgendwann mit so, keine Ahnung, 13, 14 gefragt. Oder 15 vielleicht, keine Ahnung, weil mich das dann so ein bisschen interessiert hat. Ja, ja, und ja. Wieso eigentlich Freiburg? Und dann haben die es mir erzählt und ich dachte mir, Alter, heftig, krass. Heftig, ohne Connecte einfach rein. Ey, heftig, krass, krass, krass. Ja, auf jeden Fall, weil man sich dann auch so gedenkt. Stell dir vor, die wären einfach weitergefahren mit dem Zug. Ja, wie wäre ja. dann dein Leben? Alles anders. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Hattet ihr Auto früher dann, irgendwann? Ja, wir hatten Auto dann. Wo ihr morgens zur Schule gefahren seid oder so, musst du mal albanische Mucke hören oder was war das? Nein, also Vater musste immer arbeiten früh, wir sind nicht mit ihm zur Schule gefahren. Ah, okay, okay. Also Mutter hat uns immer zur Schule gebracht, wir sind gelaufen, weil die war nicht so weit weg. Okay, 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 ja, dann hat nicht, aber wenn ihr zu Hause Musik gehört aber, habt. Ja, aber immer, wenn du mit Vater gefahren bist, normal, auch in Urlaub oder sonst wohin. Hat ihr auch kein Mitspracherecht, war bei mir gar nichts, ich durfte gar nichts sagen. Bei uns gab es Metropol FM immer morgens, ich schwöre. Natürlich. Ja, genau. Was für Mitspracherecht, ich bitte dich. Diese, gar nichts, gar nichts. Baba, darf ich mal? Die kommt schon fast die erste Schelle von der Seite, Alter. kenn ich zu gut. Wann hast du eigentlich mit Fußball angefangen? Wann ist es gekommen? Also so im Verein meinst du oder allgemein? Im Verein, ja, eigentlich, also warum hast du angefangen zu kicken, andersrum? Ja, also bei uns ist schon eigentlich so Fußballerfamilie. Mein Vater ist fußballverrückt, muss ich sagen. Okay. Der guckt sich alle Spiele an, egal welches Land, übertrieben ist nicht China und so, aber so die interessanten Ligen. Und Vorfahren von uns früher in Albanien waren auch Fußballer. Ja. Und ja, dann hat es halt angefangen. Mein Bruder war ein bisschen älter. Hinterm Haus hatten wir einen Bolzplatz, hinterm Hochhaus. Da haben sich alle aus der Gegend getroffen, gekickt. Und du kennt bist man. So... Bei uns gab es Affenkäfig. Aber genau. Sowas in der Art. Ne? Einfach so ein kleiner Käfig, wo man ein bisschen zockt. Gab es irgendjemanden, der dich da aber so inspiriert hat, so ein bisschen in der Jugend? Oder? Inspiriert jetzt... Mein Bruder ist ja 4 Jahre älter. Ja. Also als wir richtig jung waren, eigentlich nicht. Da gab es so... Du hast natürlich Fußballstars im Kopf gehabt, die... Du wärst gerne wie die quasi, aber sonst eigentlich nicht. Halt immer mit den Älteren, quasi mein Bruder, seinen Kollegen. Man wollte immer mitspielen. Du weißt ja, die Jüngeren wollen immer mit den Älteren. Ja, und dann hast du ja wahrscheinlich auch dann gut ein bisschen Körper gelernt auch dort, wa? Ja, geht. Die geht, spielen geht. Schon ein bisschen... Ich war früher sehr klein, muss ich sagen. Ah, okay, krass, krass. Kam erst später in der Entwicklung. Okay. Ja, genau. Ich war richtig klein und ich habe auch 2, 3 Kollegen, mit denen ich halt von Kind auf immer noch sehr, sehr gute Freunde bin, beste Freunde. Mit denen hast du gekickt? Ja, ja, mit denen schon immer gekickt und die sind jetzt mittlerweile sind immer noch meine besten Freunde und mit denen halt aufgewachsen und wir wollten halt immer so bei den Älteren mitspielen und so hat es eigentlich angefangen und irgendwann, glaube ich, mit 7 oder sowas zum Verein, weil der Kollege halt schon angemeldet war, meinte, ey, ich habe mich jetzt angemeldet, Verein, komm doch auch und dann bist du halt einfach mitgegangen. Wie war das von Elternhaus aus? Wie standen die? Also ich meine, okay, mit 7, 8, klar, da fängst du an, ein bisschen Fußball zu zocken, da ist ja nicht ansatzweise nichts ernst so, aber zum Beispiel bei mir war so beim Aufwachsen, meine Mutter hat Reisebüro, ich muss jetzt nicht schuften oder sowas bei ihr, gar nicht so, sondern wenn ich für sie sogar gearbeitet habe, hat sie mich sogar bezahlt, im Endeffekt, so 5 Euro, war so todesviel schon für mich damals, aber es gibt ja viele, wenn du so ein bisschen älter bist, 13, 14, du spielst ja schon ein bisschen Fußball, dann gibt es halt schon den Vater, der sagt, Junge, mach mal was Richtiges jetzt, was machst du hier so, was für Fußball, so, weißt du, was ich meine, wie war das bei dir? Ich weiß, was du meinst, bei uns ist genau das Gegenteil. Ja, geil. Also Gegenteil ist jetzt nicht, dass er gesagt hat, geh nicht in die Schule, aber Fußball, wie gesagt, ist für meinen Vater alles. Und der hat früher auch, mein Bruder, der war vielleicht 14, 15, der ist immer mit dem trainieren gegangen, hat den durch die Wälder gejagt und weiß ich was alles. Und der ist ja auch relativ früh oder sehr früh eigentlich Profi geworden. Ja. Und deswegen von uns zu Hause aus, für meinen Vater ist Fußball alles. Geil. Egal, was du gemacht hast, war vielleicht falsch, aber Fußball gut. Nein, im Endeffekt hat es ja auch funktioniert. Ihr hattet ja das Talent dafür. Sowas kann man ja erkennen und darauf aufbauen. So. Aber viel geiler. Ich kenne so zig Freunde, wo Eltern sogar eigentlich voll im Weg standen und gesagt haben, nee, auf gar keinen Fall. Und
Digga, du hast einfach in jeder Liga gespielt, kann man sagen. Ich habe geguckt, du warst, okay, nach der Jugend Oberliga, Regio, Dritte, Zweite, sogar Bulli am Ende. Heftig. Ja, also erstes Jahr nach der Jugend war Verbandsliga. Verbandsliga sogar, okay, heftig. Da hast du wirklich noch diese Verbandsliga auch noch mitgenommen. Ja, und ich muss sagen, als ich in der Verbandsliga war, war die zweite Mannschaft, ich glaube Bezirksliga. Da waren so ein paar Jungs, die ich kannte in der zweiten Mannschaft. Dann, wenn wir Samstagspiel hatten, bin ich noch sonntags mit dem Kicker, also okay, bei dem Zuspiel gegangen. Geil. Also ich habe bis, glaube ich, auf die letzte Liga, habe ich alle Ligen schon mal Pflichtspiel bestritten. Ist jetzt nicht, dass ich dann fest da war, aber schon mal Pflichtspiel bestritten. Ist schon heftig, das ist gestört. Also wenn man ist überlegt, krass, von wo nach wo und auch bei dir wirklich in der, wenn man sich die Vereine anguckt, die Ligen anguckt, war wirklich ständiges so, okay, nach Regio kam Dritte, nach Dritte kam Zweite, nach Zweite, ihr seid aufgestiegen. Das war schon übel geil. Hast du immer dran geglaubt so? Also in dieser Zeit? Wie war das? Ja, also ich muss sagen, ich habe schon immer viel auch selbst an mir gearbeitet. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel Oberliga gespielt habe oder so, wenn frei war, bin ich zum Beispiel einfach joggen gegangen. Du trainierst ja nicht jeden Tag. Also ja, ich wollte schon so immer was machen, weil ich dachte mir immer, guck mal, du musst dafür was tun. Und am Ende des Tages zählt immer nur, dass du in den Spiegel gucken kannst, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Wenn du am Ende des Tages in den Spiegel gucken kannst und sagst, ey, guck mal, ich habe alles gegeben, es hat nicht gereicht oder es hat für das gereicht oder nur für das, ist okay. Aber ich hasse dieses, hätte ich doch nur. Weißt du, was ich meine? Konjunktive immer sowieso verboten bei mir. Bei mir in meinem Leben, was ich mir sage, hätte, wäre, entweder es ist oder es ist nicht. Und das ist auch sowieso voll der Realitätsdings für manche Menschen, die leben übertrieben in diesem hätte. Ja, auf jeden Fall. Und da funktioniert dann sowieso nicht. Du musst machen. Wer nicht macht, wird sowieso nicht. Und das Krasse auch, das Leben, weil bei dir war es ja so, dir hat ja niemand gesagt, hey, geh mal jetzt noch joggen oder so. Und das Leben ist auch nicht so. Ist ja nicht so, dass irgendeiner dir sagt, hey, mach das. Wenn du es machst, machst du es, weil du extra da reinhaust. Wenn nicht, dir sagt auch keiner, du sollst es machen oder bedankt sich auch keiner bei dir danach. Ja, 100% auf jeden Fall. Und als ich dann in der Regionalliga war und dritten Liga, habe ich halt schon an Zweitliga geglaubt, um ehrlich zu sein, auf jeden Fall. Aber erste Liga war schon schwierig, weil du schaust die Spiele im Fernsehen an, die Spieler sind alle sehr gut, gutes Niveau, gute Vereine. Und irgendwann war ich auch 26, 27 Jahre alt. Normal, dass man dann nicht mehr glaubt, man kommt in die erste Liga, weißt du? Ja, vielleicht nicht daran glauben, aber trotzdem. Aber an dich selber, an dich selber musst du glauben, 100%. Genau. Und auch also zweite Liga ist ja jetzt, also ganz ehrlich, wenn du jetzt die erste Liga nicht geschafft hättest, sagen wir mal, der Aufstieg wäre nicht gewesen, ist trotzdem eine Baba, also Karriere trotzdem, weil. Also, wenn man sich das von außen anschaut, jetzt für dich dein ganzes Leben lang war das dieser Fußballkarriere, und da sieht man ja von Freunden, von einer, der zerreißt alles so, der geht von 0 auf 1000 so, oder du siehst Freunde, die waren so krass in der Jugend, die haben gar nichts gerissen, so, weißt du? Ja, so auf jeden Fall. Deswegen, auch wenn, also Bundesliga, da wirst du ja nochmal dann gecheckt haben, wo ihr mit Paderborn aufgestiegen seid, was das nochmal für ein riesiger Unterschied war. Aber wie bist du in der Zeit motiviert geblieben? So? Also, oder hat dir das einfach sowieso so gebockt? Nein, also gebockt immer natürlich, aber guck mal, man ist schon in ganz Deutschland irgendwo rumgereist. Mal bist du bei dem Verein, dann bist du bei dem. Und das war jetzt auch Regionalliga und da verdienst du jetzt auch nicht so viel Geld. Ja, auf jeden Fall. Und du hast halt immer so mehr oder weniger plus minus null gelebt. Ja, okay, stimmt. Regio auf jeden Fall, ab Dritte. Was geht ja, an? Dritte war gut. Dritte war, kannst du nicht vergleichen. Das ist gutes Geld. Also bei fast keinem normalen Job verdienst du das Geld. Und deswegen war das was anderes und es ist halt auch professioneller alles. Ich habe mir in der Regio immer so Limits gesetzt. So, wenn ich jetzt in 2 Jahren oder in einem Jahr oder in 3 Jahren zum Beispiel. Krass. Beispielsweise, bis ich 23 bin, will ich nochmal jetzt so entweder einen richtig guten Regionalligisten oder dritte Liga. Wenn das nicht klappt, gehe ich zurück. Heftig. Wo zurück? Wohin gehst du zurück? Nach Hause. Nach Hause einfach? Zu meinen Eltern, ja. Ausbildung machen. Keine Ahnung. heftig. Ehrlich, geil. Ja. Und, ja, also war das sozusagen, weil ich wollte dich auch fragen, ob du einen Plan B hattest generell. Also dein Plan B war tatsächlich zurückzugehen und dann so den, in Anführungsstrichen, geraden Weg dann nochmal zu gehen. Genau, heftig, genau, heftig, genau. Heftig, absolut. Heftig. Und ich war auch an einem Punkt, wo ich wirklich kurz davor war, um ehrlich zu sein. Wo war das? Wann war das? Da war ich 23 und ich habe MSV Duisburg Amateure gespielt. Und ich hatte dann eine richtig schlimme Saison, habe ein paar rote Karten und so gekriegt. Und dann habe ich keinen Verein gefunden. Okay. Und ich habe selber schon sogar bei einem Verein angerufen, wo ich eigentlich niemals hingehen würde, im Normalfall, wenn eine normale Saison ist. Aber ich war schon so weit und so verzweifelt, dass ich dann selber angerufen habe, um mich anzubieten. Und sogar die haben Nein gesagt. Krass. Also sowieso, wenn man in diese Lage kommt, so, Junge, wie bist du da rausgekommen? Dann war Kickers Offenbach ist dann insolvent gegangen, von Dritten in Regionalliga.
hat keine Lizenz, also hat keine Lizenzprobleme für die dritte Liga, sind dann in die Regionalliga abgestiegen. Und kurz bevor die Saison angefangen hat, hat der Trainer einfach einen Sechser gesucht. Dann haben die mich zum Training eingeladen, dann habe ich trainiert und dann hat er mir halt Vertrag gegeben. Dein erster Profivertrag, ich weiß jetzt nicht, was für dich der erste war, du warst bei so vielen Stationen, was war für dich der erste Profivertrag? War das der dritte Liga-Vertrag? Ja, genau, eigentlich schon. Ja. Bei Hallischer, ne? Ja, mein erster war bei Stuttgarter Kickers, aber war nur ein halbes Jahr. Also okay. Guck mal, wir hatten einmal in der Regionalliga mit Kickers Offenbach sind wir Erster geworden. Okay. Und sind in der Relegation dann gescheitert für einen Aufstieg. Und da sind wir auch im DFB-Pokal, ich glaube, 3 Runden oder so weitergekommen und wir haben richtig, richtig gute Spiele gemacht. Dann sind wir gegen Gladbach ausgeschieden. Gladbach war, glaube ich, Champions League-Platz damals und wirklich war richtig ausgeglichenes Spiel. Also wir hätten es selber nicht gedacht. Vor dem Spiel war so, ich meinte in der Kabine, Jungs, wenn wir eine Ecke heute kriegen, ist krass und dann müssen wir probieren, die zu machen. Dann fängt das Spiel an. Dann fing Spieler nach 5 Minuten 4 Ecken oder 3 Ecken für uns. Wir waren ganz so in deren Hälfte und so. Ich dachte mir, Alter, was geht hier ab? Natürlich unterschätzen die uns, Regionalligisten normal. Auf jeden Fall. Und halt in Offenbach damals waren halt auch dann gute Fans und alles, weißt du, wo dich halt tragen irgendwo. Auf jeden Fans machen Todesweh aus. Safe. Diese Lautstärke, die Stimmung. Das hast du ja dann auch wahrscheinlich gemerkt, wo diese Rona-Pause war, wo dann gar keine Fans auf einmal 100%. Waren. Also für mich persönlich wirklich extrem wichtig. Extrem wichtig, weil ich bin auch jemand, der lebt von Emotionen und so. Und wenn du dann, wenn immer alles so leer ist, okay, es kann mal ein Spiel sein oder zwei oder wenn keine gute Stimmung ist oder so. Aber wenn jedes Spiel tot komplett ist, diese Geisterspiele, keine Emotion, nichts, so schwierig, finde ich. Das auf macht jeden keinen Spaß. Fall. Wegen deinem ersten Profivertrag. Ach so, genau. Da bin ich von Offenbach zu Stuttgarter Kickers. Die haben damals dann in der Winterpause eine Ablöse gezahlt, da ich zu denen wechseln konnte. Die waren damals letzter Platz. Ja. Und dann bin ich für ein halbes Jahr, also beziehungsweise dahin und habe halt einen Drittliga-Vertrag unterschrieben. Und im Sommer ist man dann abgestiegen. Okay. Und dann bin ich zu Hallischer FC gewechselt. Also eigentlich war erster Profivertrag Stuttgarter Kickers. Okay, dein erster Profivertrag, erste Gehalt. Was hast du dann gemacht? Ja. Hast du auf Kopf gehauen oder hast du gespart? Was er mich fragt. Das ist doch mal fragisch. Ich bin auf jeden Fall essen gegangen, war halt natürlich anderes Geld auf jeden Fall. Und viel gemacht, aber jetzt kann ich sagen, ich habe mir ein neues Auto geholt oder das. Nee, einfach so essen gegangen, ein bisschen gedampft ab und zu, mehr als sonst. Stark. Zu Paderborn, ja, das fand ich schon geil. Baumgart, Stefan. Er ist ja gerade Todes im Hype. Jetzt ist er gerade so richtig sein. Bester Mann. Okay. Er wirkt ja so, wenn man ihn jetzt nur so anguckt, so von außen so betrachtet, dann wirkt er wie so ein richtig geiler Spielertrainer, der sich richtig kaputt lachen kann mit den Spielern und der so für eine geile Arbeitsatmosphäre sorgen kann, wo jeder Spaß hat und trotzdem aber alles gibt. So. 100%. Also guck mal, bei ihm ist so, wenn du alles gibst, dann verzeiht er dir alles, egal was passiert, auf dem Platz auch, im Training. Du hast einen sehr chilligen Trainer, mit dem du viel Scheiße machen kannst, mit dem du Spaß haben kannst, mit dem du dich kaputt lachen kannst, alles. Aber wenn er merkt, du gibst nicht alles, dann nimmt er dich auseinander. Mein jetziger Trainer jetzt, Lieberknecht, ist auch top. Ich habe aber halt noch nicht so lange mit ihm die Erfahrung, wie jetzt zum Beispiel Baumgart, da hatte ich halt 2 Jahre und jetzt bin ich hier auch erst seit ein paar Monaten. Aber so was das angeht, dieses Komplettpaket war bei ihm brutal. Also finde ich. Geil. Du hattest ja noch in der Saison, okay, kommt jetzt so, hat jeder eh schon angesprochen bei dir so 1000 Mal den Rekord aufgebrochen. Deswegen meinte ich auch am Anfang Recordbreaker, wenn man jetzt nicht so genau weiß, warum Recordbreaker. Sowieso, viele würden sagen, ist Negativrekord. Ich schwöre, in meinen Augen ist das ein Ballon d'Or für Sechser, wenn du mich fragst, ehrlich gesagt. Wer in 29 Spielen, ja, das musst du mal geben. Ich hab mir wirklich nochmal kurz vorher, bevor wir heute reingestartet sind, nochmal jede einzelne gelbe Karte angeguckt. Ja. Und da war wirklich von, was war das? Also so wirklich zu, Bruder, was haben die dir da gegeben? So, warum geben die gelb? Bis zu, Bruder, wie hast du keine rote bekommen da? So, weißt du? Also, war wirklich alles dabei. Und ich finde wirklich, bevor du jetzt das dazu sagst, das Allerkrasseste von allen, finde ich, du hast dich einmal gelb-rot bekommen. Nicht einmal! Das ist eine Kunst, oder? Das ohne Spaß ist jetzt. Brutal. Ohne Spaß. Also, man wird halt immer abgestempelt, schnell. Du weißt ja, wie das ist. Ja. Das ist dann so mäßig, ja, der Eisenfuß, der kann nur die Leute umholzen und weiß nicht, was du aggressiv und du weißt ja, wie das ist. Ja. Aber ich sehe es genauso wie du und es werden immer nur die gelben Karten angesprochen, aber nie, dass man nie gelb-rot kriegt, komischerweise. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du gesagt hast, dass du glaubst, dass vielleicht am Helm liegt.
Ja, das stimmt da wirklich tatsächlich. Also hatte ich das Gefühl, aber seit Warum, ich das gemacht habe. Du hast 9 Spiele gespielt, du hast jetzt schon 4 gelbe Karten wieder. Jetzt habe ich gemerkt, dass ich nur dahin war. Warum hast du den Helm abgenommen? Jetzt mal, also das wollte ich nochmal fragen. Ja, also eigentlich, man kann so und so sehen, eigentlich auch mein Markenzeichen, muss man sagen, ich habe jetzt darauf verzichtet. Normalerweise muss auch die Karriere damit zu Ende spielen, weil du halt so auch bekannt geworden bist. So wie Petr Cech. So. Aber um ehrlich zu sein, ich habe auch schon also 1-2 Jahre vorher ein bisschen darüber nachgedacht, sage ich mal, auch bevor ich zu HSV gegangen bin. Aber dann war halt immer so in meinem Kopf, guck mal, du hast ihn seitdem du in der Regionalliga warst und jetzt bist du vielleicht beim großen Verein, jetzt willst du ihn ablegen. Nein, bleib einfach so, wie du bist. Ja, okay. Weißt du, war immer dieses Ding so, das wird schief gehen, weil du willst jetzt auf einmal den Helm ablegen, aber bleib doch einfach, wie du bist, lass ihn auf und fertig. Ja. Das erste Mal, wo ich wirklich nach so einem verkorksten Jahr in Hamburg halt gedacht habe, komm, ich brauche einmal was Neues, einfach so ein bisschen, um einen Cut zu machen. Das war eigentlich so auch mit der Hauptgrund. Und ich muss auch sagen, kurz bevor ich das erste Spiel gemacht habe in Darmstadt, waren wir ja noch in der Kabine. Ja. Und kurz bevor wir raus sind, war ich immer noch nicht zu 100%. Also habe ich mich noch nicht entschieden gehabt, soll ich den jetzt anziehen oder soll ich den aufsetzen oder nicht aufsetzen. Und dann nach dem Warmmachen sind wir halt rein und dann, es war so warm an dem Tag und mit dem Helm ist immer extrem, wirklich 40 Grad gefühlt. Ich kenne das, ich habe Football gespielt, Bro, da weiß ich ganz genau, gerade an heißen Tagen, so, du hattest ja jetzt noch so das Glück, in Anführungsstrichen, dass jetzt nicht das hier noch was so noch war, so. Ja. Du hattest ja noch so hier ein bisschen so angepasst, aber ja, ich weiß ganz genau, was da drunter auf jeden Fall abgeht. Genau, und deswegen, das war so dann so dieser letzte Prozent, wo ich gesagt habe, scheiß drauf, ich lass den weg. Wie war erster Kopfball ohne? Erste Kopf habe ich kurz nachgedacht, also war komisch irgendwie, aber als dann so alles gut war, war alles normal. Okay. Sowieso, ich hatte auch mal gelesen, dass du so, aber die haben auch übertrieben, das war auch so wieder ein Zeichen, warum so Journalismus in meinen Augen nochmal ein bisschen gefixt werden muss. Irgendwo stand, dass du gesagt hast, du willst da die Helmpflicht oder so. Damals, ich kann mich sogar noch daran erinnern, ging es so um die Bender-Brüder und noch irgendjemand, die verletzen sich ja gefühlt, jedes zweite Spiel ist irgendwas, Gesicht kaputt, Schulter kaputt, die waren auch keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, Lars und ich habe denen gesagt, so bei solchen Spielern, weil halt Gesundheit halt wichtig ist, sollte es irgendwas geben, so wie, keine Ahnung, Helm oder sonst was, weil im Endeffekt nach Fußball hast du immer noch ein Leben. Was hat Baum hier eigentlich zu den Gelben gesagt? Dem war es eigentlich egal. Hat er getuscht, ne? Hat er so... Ich muss dir sagen, ich will jetzt nicht, dass das irgendwie scheiße ist, aber gegen Wolfsburg hast du gesehen? Gegen Wolfsburg, gegen wen war die Karte? In Wolfsburg war, glaube ich, 89. Minute. Da ist einer so gelaufen an Außenlinie und ich habe den richtig von hinten umgesetzt. Nee, da habe ich gelb gekriegt. Das war eigentlich mit die schlimmste, wo ich in der Saison hatte. Okay. Und er hat halt, jeder hat gedacht, ich kriege rote Karte, aber Schiri hat mir nur gelb gegeben und der meint danach so, ja, ich verlange das, dass du das machst. So. Dann dachte ich, okay, alles klar. Nächstes Mal mache ich diese Dinger von Richtige hin und ab geht's. Und dann finde ich ganz krass bei dir, weil also 2019, da warst du, wie alt warst du 2019? 29, 28? 2019, ja, 29, ja. Genau, Aufstieg. Und dann kam noch dieser Call von Nazio. Ja, das war heftig. Krass. Wie kam das zustande? Das war, wir hatten letztes Vorbereitungsspiel mit Paderborn haben wir zu Hause, also Härtetest, eine Woche bevor Bundesliga-Start war, haben wir mit Paderborn gegen Lazio Rom gespielt. Okay. Und da ist dieser Iglitare Sportdirektor. Bei Lazio? Bei Lazio Rom, genau. Okay. Und wir haben halt gespielt, ich habe eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Dann habe ich ihn halt nach dem Spiel da gesehen, wollte einfach so aus Respekt einfach Hallo sagen, weißt du. Das ist schon so, nicht jetzt Legende, aber schon sehr bekannt in unserem Land, war Tom Stürmer, weißt du? Ja, genau, so, halt wie gesagt, so wie unser Hakan Şükür so? Ja, genau, okay, genau. Okay. Kann man so sagen, genau. Und habe halt so gesagt, wie geht's, bla bla. Dann meinte er, ich wusste gar nicht, dass du hier spielst. Er hat so geredet, als ob er mich halt kennt. Geil. Okay, und dann quatschen wir. Und dann habe ich so gemerkt, der verwechselt mich gerade, weil es kann nicht sein. Okay. Dann habe ich ihm gesagt, ich bin nicht, also mein Bruder, ich glaube, er kannte meinen Bruder, weil mein Bruder war früher, als ich halt oben und... Der hat auch Zell gespielt, ne, ein bisschen. Und genau. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin nicht Jürgen. Dann meint er, wer bist du denn dann? Dann meinte er, ich bin Klaus, dein Bruder. Dann meinte er, ach so, ich wusste gar nicht, dass er einen Bruder hat. Ich meinte so, ja. Er meinte, okay, hast du albanischen Pass? Ich meinte so, nee, deutschen Pass. Dann meinte er, ja, willst du spielen für albanische Nationalmannschaft? Ich meinte so, was für eine Frage, natürlich.
Da meinte er, weil ich kenne den Trainer richtig gut und er ist gerade auf der Suche nach einem Sechser. Er hat mich schon ein paar Mal angesprochen, ob ich einen kenne. Also Trainer von Nazio. Ja. Da meinte er, und ich habe ihn jetzt schon oben, als er war auf Tribüne, als das Spiel halt lief, während dem Spiel. Und er meinte, ich habe ihn schon geschrieben, dass halt, der soll sich das Spiel kurz angucken und so. Livestreaming. Da meinte ich, okay. Ja, und dann haben sie sich einfach bei mir gemeldet. Heftig aber. So, man denkt, der ist wie so Handschlag gefühlt. So, ja, okay, komm, der sagt mal Bescheid. Voll oft bestimmt so, war. Man denkt so voll professionell, alles dahinter und voll oft. Ja, war krass. Ja, war echt krass. Ich bin so nach Hause gegangen und du weißt, wie es ist. So, man hat diese Hoffnung, aber anders dachte ich mir, na, das kann nicht sein. So einfach geht das nicht. Safe. Und dann hast du den Call bekommen? Genau, dann habe ich den Call bekommen und... Wer hat dich angerufen? Mich hat angerufen der Teammanager. Krass. Der Teammanager von dem, weil der Trainer ist Italiener, der kann kein Albanisch und auch kein Englisch. Okay. Dann hat mit Teammanager gesprochen und alles und da war aber auch ein bisschen Krise mit, ich muss dann deutschen Pass abgeben und alles, wenn ich spielen will. Ach, also krass. War echt. Musstest du jetzt den deutschen Pass komplett abgeben? Ich habe den deutschen Pass dann abgegeben, weil ich wollte es unbedingt machen. Ja. Ich wollte halt Nationalspieler sein von Albanien. Normal. Safe. Normal, ja. Und hab den aber dann wieder gekriegt später. Okay. Fuchs. Gott sei Dank. Fuchs. Ja. Man muss auch Fuchs sein. No risk, no fun, oder? Ja, ich mach nur Albanisch. Safe. Und dann sagen wir später so, man sieht dich so, Einigkeit. Und diesen. Ja, heftig. Das ist auf jeden Fall schon mal krass, dass das mit der Nazi nochmal geklappt hat mit 29. Da erwartet man das wahrscheinlich auch nicht so ganz. Das kam ja alles Nein, hundertprozentig. Also das war noch weiter weg als Bundesliga, um ehrlich zu sein. Oh, das war ganz weit weg. Krass. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet. Aber ja, habe meinen zweiten Frühling nochmal gekriegt. Ja, geil. Und Nazio hat geklappt, ist eh nicht selbstverständlich. Darmstadt, seid ihr auch jetzt stark unterwegs. Vielleicht nächstes Jahr Hertha gegen Darmstadt. Vielleicht aber auch in zweite Liga, hoffentlich in erste Liga. Kann beides passieren. Kann auch sein, dass ihr aneinander vorbeigeht. Kann auch passieren, Erde. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, Korkut wurde gesigned jetzt von Hertha. Ja, hab's gesehen. Aber ihr kanntet euch nicht jetzt zufällig. Nee. Okay. Also. Ich muss sagen, ich habe viel von Positives von Taifun Korkut gehört. Ja, echt. Ja, schon also, sehr oft. Du holst, jetzt kannst du ja ein paar Hertha-Fans abholen hier, kannst du ja sagen. Nein, 100%. Ich habe wirklich, schon früher, als er bei Hannover war, der wurde ja dann da entlassen, irgendwann. Und auch Leute, die in seinem Staff gearbeitet haben, mit ihm zusammen, auch Physiotherapeuten und so, die ich kannte, mit denen man halt mal einfach gequatscht hat, wenn man sich getroffen hat, zufälligerweise. Ja, okay. Die haben wirklich gesagt, einer der besten Trainer, die sie je hatten, oder der beste, mit dem sie zusammengearbeitet haben. Krass. Die meinen fachlich top, als Mensch top. Und oft ist halt natürlich auch ein bisschen Glück, weißt du, als Trainer. Es gibt Trainer zum Beispiel, die machen alles. Ja. Also alles von A bis Z und es läuft nicht. Ja. Es gibt andere Trainer, die machen einfach ganz easy, gechillt, nichts Besonderes und es läuft. Das kommt ja drauf an einfach. Also jeder Trainer hat auch seine Aktien mit drin, hundertprozentig, muss man sagen. Es gibt jetzt keinen Trainer, der alles perfekt macht. Die Mannschaft spielt jedes Spiel Schrott. Das kann mal passieren, bei Spielen natürlich. Aber da hat natürlich auch jeder Trainer seine Aktien mit drin, aber die Spieler auch hundertprozentig. Was bist du für ein Trainer? Oder bist du ein Trainer, der wirklich das Team abholt? Die kämpfen füreinander, für dich, aber du kämpfst auch für die. Und das muss halt bei Baumi, glaube ich, full da gewesen sein, kann ich mir nur vorstellen. So. Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und ich schwöre, ich finde es stark, was du sagst, weil hundertprozentig. Ja. Es gibt diese Sachen halt. Und ist natürlich auch immer anders, wenn es jetzt extrem läuft, sind Menschen anders, als wenn es nicht läuft. Genau. Und gerade aber da macht ein... Das ist krass, weil genau da ist der Unterschied wirklich zwischen einem guten und einem kranken Manager. Weil es ist immer wirklich leicht, cool zu sein, wenn alles gut läuft. Du musst cool sein, wenn es scheiße läuft. Du kannst nicht diesen Charakter-Switch auf einmal haben und auf einmal bist du eine andere Persönlichkeit, aber davor hast du die ganze Zeit so auf Best Friends mit allen getan. So, weißt du, was ich meine? Wir sind durch an sich von Fragen her. Was mich vielleicht persönlich noch interessieren würde, hast du einen Plan für danach schon? Ja, also ich habe schon lange einen Plan mit meinem besten Freund in Freiburg so eine Bar aufzumachen. Geil. Was für eine Bar? Also mal was anderes. Wir haben beide keine Erfahrung darin, muss ich auch sagen. Okay. Aber das war so schon immer, seit wir, ich glaube, 18, 19 waren,
Aber so Bar, so Bar, so Chiller-Lounge oder was denn war? Ja, also da sind wir noch ein bisschen offen für. Eigentlich war so am Anfang so Kaffee, Kuchen zum Chillen ein bisschen und so. Okay, ich dachte, das ist ein Shisha-Café. Ich dachte Shisha-Bar. Jetzt. Du hättest jetzt Klischee gehittet auf jeden Fall gerade. Bruder, ja. Bruder, wenn vorbei ist, wir machen Shisha-Bar, Digga. Ich dachte schon so, oh shit. Und was machst du, wenn du kein Fußball zockst? Ich meine, du hast, jetzt habe ich ja erfahren auch so ein bisschen beim Schreiben, dass du auch Dad bist, so wusste ich ja auch gar nicht so, aber darüber reden wir nicht so. Und was machst du? Zockst du irgendwas oder so? Ja, ich habe ehrlich gesagt immer FIFA gezockt, viel. Ja. Also nicht so Barspiele, eher weniger. Immer eigentlich FIFA online, FIFA mit Kollegen. Aber jetzt, wenn mit zwei Kids, ist halt auch wieder ein bisschen anders. Ja. Natürlich sollte es dann abends auch, wenn die pennen und so, bin ich so am Arsch, um ehrlich zu sein. Ja, ich schaue mir Serien, kein Nerv mehr, mich zu konzentrieren, weißt du? Ja, okay. Geil. Ich küsse dein Herz, bevor ich sage, ey, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich danke dir nochmal für die Zeit. Wünsche dir auch. Viel, wir schreiben. Viel wir sehen uns in Darmstadt bald auf jeden Fall. Inshallah. Hau rein. Bis dann, Armin. Ciao. Oh!